Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo, hallo Sandra. Willkommen an alle. Das ist das zweite Fundstück der Woche nach deinem offenen Maul gestern durch Insektenstich. Ein dickes Auge. Ein dickes Auge. Haben wir schon immer wieder mal gehabt, aber das sind so typische Sommergeschichten auch. Ja? Ja. Man kennt sie beidseitig, dann sage ich, hat es was mit den Nieren, mit dem Osmoregulation. Osmoregulation zu tun. Das sollst du mir nicht vorgreifen, das mache ich in Zukunft auch. Und bei einseitigen Geschichten macht ja die Osmoregulation keinen Sinn, weil die ist ja jetzt nicht nur am linken Auge gestört, sondern die ist dann wahrscheinlich, da muss irgendwas anderes zugrunde liegen. Auch was sind die häufigsten Fälle für sowas? Verletzung, Trauma ist das häufigste. Okay. Irgendwo angedonnert und dann dickes Auge. Das geht auch wieder von alleine weg. So innerhalb von, sagen wir mal, auch wieder einer Woche, zwei. Manchmal mit einem Salzbad ganz gut zu beeinflussen. Die positiv? Positiv zu beeinflussen, also dass es wieder weggeht. Ich frage von Freunden. Genau, das, die Sache mit positiv und negativ ist immer ein bisschen missverständlich. Aber ja. Ich habe auch in Japan schon Fische, ich denke gerade an einen großen Anashigoi, der hatte das sage und schreibe 2 Jahre, bis es verschwunden ist. Kennst du solche Fälle auch? Einseitig, dass es wieder verschwunden ist, nein. Denn die andere Variante ist tatsächlich mal ein Tumor hinterm Auge. Das also es gibt auch schwerwiegende Fälle? Es gibt ganz schwerwiegende Fälle und das heilt dann in aller Regel nicht mehr ab, sondern da kann man sich dann überlegen, dass man mit seinem Tierarzt seines Vertrauens mal drüber spricht, ob man dieses Auge eventuell entfernen möchte. Das hat sie einmal gemacht, ich habe den Fisch gesehen. Also ich habe sie jetzt wahrscheinlich öfter gemacht, ich habe es einmal gesehen. Ich finde sowas puh. Also nach einer Zeit sieht es eigentlich dann wieder ganz gut aus, weil das Auge dann praktisch eigentlich, es bleibt einfach eine kleine Delle, die dann aber auch nicht mehr rot ist und so weiter. Aber in der Mehrzahl der Fälle liegt einfach ein Traumata vor. Ja. Braucht man dann einen Tierarzt, dass man auch unten mal guckt, aber die Entzündungen, die so unterm Auge sind, was wir erkennen von Japan mit Akimoto, immer mit dem Löffelchen, den ganzen Unrat aus dem Naturteich rauskäschert, das macht eigentlich keine dicke Augen in der Regel, gell? Selten. Also wenn, dann sieht man hier außenrum bereits eine dicke, fette Entzündung. Genau. Das kann natürlich auch mal als Nebenschauplatz tatsächlich ein dickes Auge geben. Aber in solche dicken Augen, da ist meistens eben tatsächlich Flüssigkeit oder Blut im Auge und eben aus unterschiedlichen Gründen. Was man dazu sagen muss, also Nils, vielen Dank für das Video, aber es ist ja nicht von dir, es ist von einem Freund, von einem Bekannten, keine Ahnung. Aber danke, dass du uns das zugeschickt hast. Und ein wichtiges Ding, immer wenn man irgendwie was ganz Komisches an einem Koi sieht, es gibt immer, vor allem im Sommer, ein Parameter, wenn der noch gegeben ist, ist es in der Regel nicht ganz so schlimm. Dann kann man eigentlich auch auf schnelle Heilung hoffen. Und das ist, wenn die Koi noch fressen. Ein Koi, der noch frisst, hat eine sehr hohe Heilungschance, auch dann, wenn man nichts hinzutut. Blöd wird es bei Koi eigentlich immer dann, wenn sie nicht mehr fressen. Dann sind diese da gefragt. Ja, und neulich stand ich bei jemandem, der hat gemeint, oh, es war ein sensationell schneller Verlauf. Sag ich ja, wie lange hat der Koi nicht gefressen? 14 Tage. Also das ist kein schneller Verlauf gewesen aus meiner Sicht. Wenn ein Koi nicht frisst, ist er manchmal in einem kurzer Zeit schon tot, das je nachdem, wie die Kiemen aussehen. Das stimmt, aber jetzt Achtung, was sie dieses da gerade gesagt hat, ist ganz schwer missverständlich. Oh, das wäre natürlich 14 blöd. Tage im Koi nicht frisst, ist er schon tot. Das hat nichts mit Fressen zu tun. Ja, also ein Koi kann auf 4 Wochen nichts fressen und er ist nicht tot. Gut. Das liegt dann an der Geschichte, dass vielleicht die Kiemen nicht in Ordnung sind und. Die stellen ja dann das Fressen irgendwann ein, wenn die merken, der ganze Gasaustausch funktioniert nicht. Sie kriegen keinen Sauerstoff rein, sie kriegen das Ammonium und das CO2 aus dem Körper nicht raus. Dann hören die das Fressen auf, die sterben dann an ihrer Kiemenproblematik. Und nicht, weil sie nichts gefressen haben. Also nicht falsch verstehen. Ich komme immer mehr dazu über, wenn Sie 2 Wochen in Urlaub gehen, auch im Sommer, 2 Wochen nichts füttern, am besten gar nichts. Ja, die fressen in den Teich ab. Dann kann auch die Technik ausfallen, Sauerstoffbedarf ist dann wirklich am Minimum. Die gehen auch irgendwann mal in Ruheding, dann legen die sich am Boden, die leiden da auch nicht. Vielleicht ist es auch für die Tiere mal gar nicht so schlecht, ja, wenn sie einfach mal eine gewisse Fastenzeit hinter sich haben und danach wieder langsam anfangen und dann fährt das System wieder
Also ihr habt mehr Scheiße erlebt mit Fütterung während der Urlaubszeit durch Leute, die nicht sach- und fachkundig sind, als dass ich Fische habe verhungern sehen. Weil genau. Die Zahl ist zero. So ist es. Jetzt wollen hier Kunden durch. Nils, vielen Dank. Haut Dankeschön. Rein. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.